Ein herzliches Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Mountain Blade 2 Bannerlord ist das Spiel und wir wollten, glaube ich, hier zu irgendeinem Dörfchen reiten und die Mission mit den Banditen, glaube ich, machen. So zumindest habe ich es noch im Urin. So, wir sollen immer noch Varyax, jawohl, Varyax ausbilden. Ausbilden wird schwierig, dazu brauchen wir erstmal ein paar... Ah, Noble Sons heißen sie auf Englisch. Naja, Kriegersöhne? Hießen die Kriegersöhne? Muss mal ganz kurz gucken. Ist ja auch egal. Ich glaube, sie hießen Kriegersöhne. Können ja ganz kurz Truppen gehen auf die Sturgia und ich glaube Kriegersöhne. Jawohl, Kriegersöhne sind's. Die brauchen wir. Im besten Fall finden wir sogar Leute, die direkt Varyax sind. Das allerdings eher selten. Da muss man tatsächlich Glück haben. So, 13 Tage haben wir noch. Ja. Wir haben auch nur 6 Leute. Und unsere Medizinfähigkeiten sind derbe blöd, muss ich mal zugeben. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch schon von der Karte runter. Von der Karte vom Dorf runter. Komm, wir warten noch mal ein bisschen. Und dann gucken wir mal. 7. Wer ist er? Achso, er ist ein Dings. Ja, machen wir 8. Obwohl, jetzt haben wir, glaube ich, alle normalen... Stopp. Alle normalen Krieger oder schon Stufe 2 Krieger... wieder geheilt. Sind wir echt so langsam? Okay, jetzt ist der Berg... Ne, der Berg ist nicht im Weg. Ach, ich bin überladen. Kann das sein? Ja, aber... Ja, jetzt habe ich gleich die 14. Habe ich die 14? Also als Gegner? Ja, habe ich. Ah, gut, okay. Ach, wir greifen selber an. Habe ich eigentlich schon geguckt, was ich für Waffen habe? Nee, ne? Oh, sehr gut. Javelins habe ich. Oh, kleine Kackarmee hier. Komm mal mit. Wir stellen uns mal hier hin. Stopp. So, da kommen sie, die 14. Ich denke mal trotzdem, dass wir die 14 schaffen sollten. Komm mal mit. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Pfeile fliegen. Hey, das haben wir. So. Oh, er blockt sogar. Hey, Vorsicht. Kriegsfürst. Kriegsfürst. So, und der letzte haut ab, aber... Erwische ich den? Boah. Oh Gott, Alter, ich muss ja super hochwerfen. Putz, schade. So, alt. Wir verlieren... Oh Gott, 3 Leute. Krieger, Rekrut, Waldläufer. Ungünstig. Ja, 3 können wir auch nur aufleveln. Und einer ist noch verletzt. Naja, gut. Immerhin schon mal Stufe 3. Wir fangen mal an mit Nahkämpfern. Und, ja gut, hier können wir sowieso nur eine Sache machen. Ihr geht nach oben. Kriegen wir denn noch irgendwelche schönen Sachen? Mistgabe. Was habe ich denn überhaupt? Ah, ich habe 2-mal Wurfsperre. Okay. Das macht natürlich auch deutlich mehr Sinn, dass man 2-mal das macht. Weil dann stapelt sich das Ganze zu 8. Super. So, schlechter, gleich. Schlecht, 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 schlecht. Ja, okay, sind sogar gleich. Rest ist Crap. Aber wir kriegen immer noch mal ein bisschen was. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder überladen. Absolut. Wir gehen mal nach Rhodobas. Ob wir da noch eine Mission haben. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Weiß ich nicht. So, Krieger, Krieger. Wunderbar. Schon mal gleich Stufe höher. Jetzt können wir auch wieder ein paar Sachen mitschleppen. Aber, oh, komm, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Komm, 76. Getreide geht. Wie lange hält das? 12 Tage, okay. Flachs kann ich in Omor für 14 verkaufen. Omor war aber hier gleich um die Ecke. Ja, ist mir egal. Ich nehme alles mit. 532 zahlen wir. Aber ich glaube, Oma war ja hier gleich, ne? Ja. Dass ich da vielleicht ein bisschen Plus mache. Oh Gott, könnte. Wenn wir nächstes Jahr ankommen. Ja, wir sind halt hoffnungslos überladen. Aber hat auch den Vorteil, dass wir gleich ein bisschen unsere Krieger wieder nicht rekrutieren, sondern heilen können. Ja, da muss ich mir nochmal angucken, wie ich das genau machen wollte.
Also auch wenn jetzt hier alle Neuen sich, glaube ich, wieder erholen, sind wir trotzdem heillos überladen, weil wir einfach keine Pferde haben. Gott, Alter, wir sterben. Okay, Basis 1,8, Chirurg 0,02. Okay, Chirurg ist natürlich super low. Sieger der Sturger wurde... Oh Gott, Alter, die Sturger haben aber richtig gelitten gerade. Also wir quasi. So, nächstes Jahr kommen wir an. Keine Angst. Wie sieht denn unser Clan eigentlich aus? Unser Clanruf. 31, also 19 noch bis Stufe 1. Oder Tier 1 früher mal. Heißt ja jetzt auch nicht mehr so. Boah, ich hoffe, dass wir trotzdem noch Plus machen. Okay, von allen Seiten zugewiesen. Greift er uns an? Nee. Seeräuber, böse Gegner. Sehr gut, wir haben es geschafft. So, handeln. Was kriegen wir denn hierfür? Sehr gut. Mauer Plus, 823. Super. Hat sich gelohnt. Nichtsdestotrotz... Ach, ich muss eigentlich wirklich mal so eine Banditen angreifen. Weil... Ja. Weil wir... dann Pferde kriegen. Warum geht denn das immer weiter? Das habe ich nicht so eingestellt. Gut, dann greifen wir... Quatsch, greifen wir... Fahren wir nach... Fahren wir. Gehen wir nach... Gurinth? So. Hallo? 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 So, gut, da unten ist die Klippe. Da ist am Arsch. So, gib auf oder stirb. Komm, wir greifen selber an. Ich will noch ein bisschen das Werfen verbessern. Ich habe auch nur ein Kurzschwert, habe ich das Gefühl. Stehe ganz beschissen. So. Kann er vom Pferd aus werfen? Ja, ist das möglich? Ja. So, Jungs, beruhigt euch. Wir sind geschützt. So, keine Ahnung. Treffe ich irgendwas? Oh Gott, Alter, was bist du denn für eine Pfeife? Kill them all! Yes. Toll. Sohn. So aber nicht. Sehr gut. Drei steigen auf. Keiner verletzt, keiner getötet. Das sind mir die liebsten Kämpfe. Ah, Räuber. Okay. Gut, wir machen erstmal die erste Stufe. Ist ja egal. Da machen wir so gefühlt 50-50. Fisch, wunderbar. Robe, alles schlechter. Gut, aber bringt uns Geld. Und wie gesagt, wir haben noch ein bisschen gelevelt. Also nicht wir, sondern unsere Leute. So, hier war, bildet Truppen aus, ist mir egal. Truppen selber bleiben auch. Forin war, glaube ich, das. Okay, da haben wir noch einen Plünderer. Wo ist er denn da? Okay, ein 17er Plünderer. Ja, können wir gleich den 4er-Trupp auch noch nehmen. Wir greifen wieder selber an, weil ich finde dann doch, dass die ersten Schlachten gar nicht verkehrt sind, wenn wir die selber machen. So, wo sind sie denn? Also das mit dem Werfen. Also die machen super viel Schaden. Aber, boah. Da muss ich mich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Also die Bögen, die sind ja echt super, weil die kannst du ja auch jetzt schon losschießen. Haben wir überhaupt einen Bogenschützen? Fire at will. Feuer frei. Ja, wo ist er denn? Hatten wir nicht einen Bogenschützen? Anscheinend noch nicht. Okay, das war ein super beschissener Bogen. Machen wir mal einen Treffer. Super. Ich habe sogar einen getötet. Okay, sehr gut. We show them. So, okay, die kann ich nur in eine Richtung entwickeln. Danach, nach den Soldaten, konnte ich die nochmal verfeinern, ne? Genau. Dann Rekruten. Krieger werden zu Soldaten. Also haben wir 6 und davon 4. Also brauche ich Waldläufer. Genau, so. Plünderer. Gut. Beute.
Ja, dann nehmen wir die 4 gleich noch mit. Okay, kommen wir nach Ismail Kork. Wir sind super langsam. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir halt nur Fußvolk haben. Erpressung. Oh, sehr gut. Das ist doch genau so etwas, was ich gerne hätte. So, Gruppe. Okay, Plünderer kann ich rekrutieren. Dann speichern wir. Dann machen wir die Mission. Und die werde ich definitiv auch automatisch machen lassen. Weil wir dagegen Britne kämpfen und da habe ich tatsächlich ein bisschen Probleme mit. So, ja, okay, Moa, bla bla bla, Ilmir irgendeiner. Nun, da du weißt, wie man kämpft. Was? Woher will er das wissen? Er kennt es doch gar nicht. Ja, wir könnten Hilfe gebrauchen. Eine Gruppe von Deserteuren hat sich in der Nähe niedergelassen. Sie kommen alle paar Wochen und verlangen Essen und Gold. Sie haben zwei Dorfbewohner getötet, die ihnen Widerstand geleistet haben. Wir fragten unseren Herrn Oleg um Hilfe, aber seine Männer kommen nicht rechtzeitig hier sein. Kommen? Aber seine Männer kommen nicht rechtzeitig hier sein. Falsches Deutsch, aber nicht so schlimm. Wir planen einen Hinterhalt im Dorf. Wenn sie auftauchen, springen wir raus und schlagen zu. Wenn sie sich uns anschließen, haben wir gute Chancen, uns von diesem Gesindel zu befreien. Wir müssen uns wehren, sonst werden sie eines Tages noch unsere Frauen schänden und die Männer und Kinder töten. Ja. Was? Sie wenigstens einen ihrer besten Gefährten mit 10 erfahrenen Männern für 7 Tage? Nö, alles gut. Machen wir selber. Deserteurerpressung bei Ismail Kork. So, jetzt werde ich speichern. Ach, ja, ist egal. Und für einige Zeit warten. Da kommen sie. 13 Leute, super, easy. Jo. Kann ich sehr gut automatisch kämpfen lassen. Da werden definitiv Leute sterben. Ich hab verloren. Was? Was? WTF? Was? Ich hab echt verloren? Achso, ich wollte ja nicht mehr laden. Sorry. Okay, krass. Ach du Scheiße. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich tatsächlich gegen die verliere. Es waren ja nur 13. Wieso waren es auf einmal 21 am Ende? Ja, gut. Dann, machen wir den Kampf automatisch. Nicht automatisch, sondern selber. Da ist doch eine 13. Wieso sind es denn auf einmal 31? Jetzt sind es auch nur 113. Verstehe ich nicht. So, mitkommen. Attack! Nein, sorry. Forward, follow me! Follow me! Wo sind sie denn? Also wie gesagt, meiner Meinung nach sind es fast alles berittene Kämpfer. Wo sind sie denn? Also ich höre jemanden reden. Na, kommt mal mit. Da kommen sie. Oh, bam, Alter. Voll in die Fresse. Ja, Surger-Soldat tot. Nächster Tod. Sehr gut. Okay, das war dann doch einfacher, wenn man es selber macht. Ach, wir haben ja noch so ein Kackpferd, das hier nicht hochkommt. Ja, scheiß drauf. Egal. So, wir haben einen verloren. Ein Krieger. Aber 5 Leveln auf. Okay. Deutscher Räuber. Sehr gut. Die könnte man eventuell sogar rekrutieren dann. Machen wir Fernkämpfer, unsere ersten. Achso, ja. Stufe 3. Und wir gehen auf Krieger. Wir haben einen verloren. Okay. So, ach, sehr gut. 2 Lastenpferde. Super. Und da geht es gleich um 100 hoch. Schal. Okay, ist der gleiche. Das ist deutlich besser. Und die Hochlandstiefel sind schlechter. Aber Mission completed. Kriegen wir dafür eigentlich irgendwas? Nö, ne? Achso, ja, weil ich mit dem Typen erstmal reden muss. Dann kriegen wir 900. Das vergesse ich jedes Mal. So, ja, danke. Und auf Wiedersehen. Ruhm um 2 gestiegen. Wir greifen... Ja, komm, greifen wir die 6 Plünderer. Gott, wir sind so arschlangsam.
Da ist sie mir. Okay, halt. Hilft sie mir. Gut, ein Plünderer. Aufsteigen tut leider keiner. Und wir kriegen uns jetzt eine Robe. Sieh mir. Kurz mit ihm reden. So, mein Name ist Mor, mein Herr. Ich bin Simir von den Gudaroving. Ein Name, den Sie in den Sagen der Sturgeon schon oft gehört haben werden. So, okay, er war nicht dabei. Alles klar, tschüss. Nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Sorry. Da will ich hin. So, leider keiner. Obwohl, einen muss ich eh rekrutieren. Dann verkaufen wir mal kurz den ganzen Mist. Das können wir hier auch in den Dörfern machen, weil so viel Geld kriegen wir nicht. Getreide 19, super teuer. Pelz ist sehr günstig. Zahlt 500. Für 46. Ist halt billig. Ich kaufe mir das Ganze mal. Wo ist denn die nächste Stadt? Warschek. Ich gehe trotzdem erstmal nach Majadan. Okay, 17 Plünderer. Die muss ich leider erstmal nehmen. Warum ist es denn pausiert? So. Alter, wir sind einfach viel zu langsam, wirklich. So, Erpressung von Deserteuren. Ich muss tatsächlich nochmal speichern. Ja, obwohl, ist eigentlich egal, ob ich speichere. Weil, wie gesagt, ich werde jetzt meistens mit den Konsequenzen leben. So, ja, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Alles. Oh, sorry. Dann, hast du eine neue Truppengattung? Nee, doch, einen kann ich sogar noch rekrutieren. Warum auch immer ich jetzt eine 21 bin. Pelz ist hier noch günstiger. Kaufen wir auch Baumwolle. Dann werden wir danach nach Omor gehen. So, da kommen wieder 13 Deserteure. So, morgen. Jawohl, Angriff. So, mitkommen. Follow me! Follow me! Meine Herren. Wir gehen mal hier aufs Feld. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier eine Karte gibt. Also wie man sich eine Karte anzeigen lassen kann. Okay, das sieht schon mal nach einer etwas größeren Armee aus, die ich habe. Es tut mir übrigens sehr, sehr leid, dass es so ruckelt bei den Kämpfen. Was? Ach, da hinten. Ach so, ja. Also Schaden mache ich auf jeden Fall exorbitant. Mein Schwert ist einfach zu klein. So, der letzte Typ, den hole ich mir jetzt noch. Ey, wirklich sorry, dass es bei den Kämpfen ruckelt. Keine Ahnung, an was es liegt. Auf der Karte geht's ja so mittlerweile schon. So, erledigt der Fall. Oh, wir verlieren sogar zwei. Zwei Rekruten. Na gut, die kann man ersetzen. So, Sturger Räuber. Nochmal ein Rekrut wird Waldläufer. Sehr gut, Lastenpferde wieder. Ich habe keine Ahnung, wo die Lastenpferde herkommen. Weil die Kollegen, die uns hier angreifen, haben keine Pferde. So, danke. Dann hole ich mir nochmal kurz zwei Truppen, damit ich wieder auf 21 komme. Und wir gehen nach Omor, um die Sachen zu verkaufen. Falls wir zufällig noch... Na, Seeräuber nicht... Obwohl, zwei Seeräuber. Obwohl, die sind schneller als ich. Waldbanditen, Waldbanditen. Ja, gut. So, handeln. Pelz ist, glaube ich, billiger. Baumwolle ist sehr teuer. Oh, komm. Ah, Pelze sind einfach zu billig. Das lohnt nicht. So, Getreide, Fisch. Wie lange hält denn das Essen noch? Okay. Habt ihr hier ein bisschen an Essen? Getreide, 11, Fisch, 16. Ist eigentlich nicht billig. Okay, so. Wie sieht's denn aus? Euer Clan. Fehlt nur noch Ruhm und dann ein Begleiter. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben. In die anderen Dörfer, wo wir noch gar nicht waren. Nach Of zum Beispiel. Oh, stopp. Raganwarter ist er. Mit dem müssen wir reden und erfahren die nächste Geschichte.
Ihr Gesicht ist mir nicht bekannt. Wie ist euer Name, Fremder? Ich bin Raganwart, König der Sturgia. Ich bin Lord von Varchek und Balgard. Eine Sache sollten Sie wissen. Wenn Sie mir in die Quere kommen, werden Sie es bereuen. So, könnt ihr mir was über die Schlacht von Pendraic berichten? Ja, an dem Tag, als mein Vater dank des Verrats der Batania starb. Als sie sich verpflichteten, uns in der Schlacht zu unterstützen, glaubten wir, dass sie wie Männer mit uns im Schildwald stehen würden. Aber das ist natürlich nicht der Weg der Batania. Sie haben in den Hügeln ein paar Waldtricks angewandt, die Vorort von Nerezes getötet und zweifellos den Rest der Schlacht damit verbracht, zu jubeln und zu prahlen und die Köpfe von Männern abzuhacken, die bereits tot waren. Es waren Sturgia, die Nerezes Wache von Angesicht zu Angesicht trafen. Mein Vater befahl mir, zurückzubleiben, als er sie in die Schlacht führte, und er stand an ihrer Spitze. Er zwang sie zurück, dann brachen sie und rannten in den Schutz ihres Lagers. Wir griffen ihre Wälle an und zerbrachen sie, aber mein Vater wurde im Augenblick seines Triumphes von einem kaiserlichen Streitkolben getroffen und starb. Ich werde nie vergessen, wie ein Bote rannte, um mir zu sagen, dass mein Vater tot sei. Aber ich wusste, dass ich meinen Kummer schlucken musste, denn nun war ich König. Ich ritt hinunter in die Ruinen des kaiserlichen Lagers, um ihr Banner als Trophäe zu nehmen, mein Erbe, das mein Vater gewonnen hatte und das mir überliefert wurde. Oh, einige der Bojaren waren aufsässig, aber seitdem habe ich ihnen gezeigt, dass ich der Herr bin. Alles klar, Dankeschön. Dienst beitreten kann ich noch nicht. Der hat aber eine Aufgabe für uns, oder? Ah, okay, jetzt nicht mehr. Na gut, alles klar. Dann, was haben wir denn eigentlich für eine Reisegeschwindigkeit? Alter, 3,5, ist das lächerlich. Also, mit den berittenen Einheiten ist man halt übelst schnell. Aber so gewinnst du wirklich keinen Blumentopf. Ach, hier sind nur so eine Kack-Einheiten. Getreide, na komm, wir erhöhen mal auf 10 wieder. Pelz, ne. Pelz muss ich jetzt mal loswerden. Pferd. Dorfbewohner von Pferd. Auch kein Auftrag. Auch keine Rekruten. Auch kein billiges Zeug. Alles klar. Dann Festung von Of. Ja, wir können höchstens mal gucken, ob es hier eine Mission gibt. Da sind 17 Plünderer. So, besuchen Sie die Burg. Fortsetzen. Radagost ist zwar da, aber hat nichts für uns. Was hat der für eine Geschwindigkeit? 3,4. Und wir sind 4,9. Okay, jetzt 2,2. Er ist auch 2,2. Okay, 12 Plünderer. Aha, jetzt greifen wir uns beide an, ne? Ja, ist egal. Angriff! Sage ich. Sturgia Waldläufer. So, Jungs, jetzt könnt ihr mal zeigen, ob ihr könnt. Wir sind leicht, also minimal im Minus. Aber, wo sind sie denn? Da oben kommen sie. Follow me! Hier, lass mal den Chef durch. Gehen wir hier auf die Lichtung. So, seid ihr da? Ja. So, einfach hinwerfen. So, noch jemand? Okay, der Rest fliegt sogar schon. Gucken, ob ich noch so ein, zwei erwische. Guck da, vorne Craven! Oh, ich brauche unbedingt ein besseres Pferd, ey. Moin, Jungs. Lasst euch nicht stören. Oh. Hey. Na, sag mal. Okay, mein Schwert ist auch denkbar scheiße, Alter. Okay, nächster down. Nächster down. Aha. Okay. Alter, wie groß ist denn eigentlich die Karte? Müsste bald eigentlich Ende sein, oder? Nee. Ja, komm, die anderen beiden haben Glück. So, einer stirbt. Okay, aber ein Rekrut. Damit kann ich absolut umgehen. Moral 2,2. Gefangene, sehr schön. Okay, dann auch nochmal einige, die aufleveln. Ist ja, ich finde, Stufe 3. Okay.
Und Crap, Crap und Crap. So, dann gehe ich jetzt nach Dvorusta. Ja, das sind hier die Überbleibsel. Und wir holen uns mal... Okay, das Vidar. Ein Sturger Krieger, wunderbar. Achso, wir können erstmal aufleveln. Oh, alter Schwede. Berserk, erster Stufe 4 Typ. Super. Gut, hier haben wir nur eine Möglichkeit. Jäger 3. Und hier 1-1. So, die können wir noch nicht rekrutieren. Dann handeln. Fisch ist super billig. Ah, wo geht's los hier? Fisch ist wirklich super billig. Getreide 8. Holen wir mal Fisch auf 10 hoch. Und bekommen noch 50 Gold dafür. 2300 ist auch super. Safner, gut, mit Wieder hätten wir nochmal reden können. Auch keine Aufträge. Sturger Krieger, kaufen wir uns. Weil dann kann ich einen Rekruten schon mal wieder abgeben. Flachs 11, ne, ist nicht billig. So, Balgard. Armee der Wilderer, oh Gott. Ich kann leider nicht nachvollziehen, was das jetzt für Aufträge im Englischen waren. Pilz ist hier, komm, scheiß drauf. Ich will den Pilz loswerden. Dafür kriegen wir zwar keine Handelspunkte, aber egal. So, Madison müssen wir mal einen Punkt investieren. Einhand müssen wir mal einen Punkt investieren, auch wenn... Nee. Ich will eigentlich gar nicht auf Einhand gehen, ich will eigentlich Zweihand machen. Handel, Führung... Reiten will ich eigentlich auch gar nicht machen. Ich glaube, ich werde mein Pferd jetzt auch gleich verkaufen. Verwalter können wir mal einen Punkt machen. Handel machen wir mal einen Punkt. Dann haben wir noch zwei. Stärke nehmen wir mal einen dazu. Hier nehmen wir nochmal einen dazu. Und Athletik. So. Achso, können wir da irgendwas spezialisieren? Nee. Gut, dann gehen wir... mal kurz in die Übersicht. Gibt es hier Zweihandwaffen? Nee, nicht wirklich. Okay. Okay, es gibt einen Wettkampf. Das können wir mal in der nächsten Folge als erstes machen. sorry. Armee der Wilderer. Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Aber wir könnten es ja vielleicht mal uns anhören. Wie lange habe ich eigentlich Zeit für diese... Okay, 18 Tage habe ich nur noch Zeit für die Varyaks. Okay, gut. Wir rennen mal kurz nochmal hier nach Takor. Nur zu gucken, ob es da noch eine Mission gibt. Tovir, morgen. Auch keiner. Nobelzanz gibt es ja auch nicht. Scheiße ist das. Na gut, dann machen wir Feierabend für heute und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann fangen wir mit dem Turnier an. Vielleicht finden wir ja Erfolg drinne und kriegen wahrscheinlich wieder eine Kappe oder sowas. Also das ist ja das... häufigste, was man hier am Anfang irgendwie bekommt bei den Turnieren, Siegen. Und dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Trotz erhöhtem Schaden, den wir jetzt nehmen. Bis dahin, haut rein, ciao, tschüss, auf Wiedersehen.